Es taucht die Frage immer wieder auf, wie mache ich ein Single-Motiv, ohne dass jetzt das ganze Muster voll belegt wird mit den ganzen Rapporten. Generell gilt, ich habe verschiedene Möglichkeiten, meine Mustergröße auszuwählen. Das mache ich hier über diesen Bereich. Das heißt, hier kann ich jetzt praktisch oben angeben, das ist entscheidend, was hier oben steht, 40x40. Dann würde ich dieses erste anklicken, dann bin ich in diesem Bereich, den ich jetzt auch habe, der sich auch automatisch so lädt. Oder ich setze selber meine Stiche und meine Reihen, oder ich nehme aus einem fertigen Schnitt das, was ich machen möchte. So, jetzt wähle ich hier mal meine Front aus. So, hiermit hätte ich jetzt meinen Schnitt. Würde ich jetzt hier draus eine Maschenprobe laden, dann würde er das ganze Teil da vollsetzen. Also wenn ich das jetzt hier ausschneiden würde, gehen wir jetzt in den kleinen Bereich. Es ist der ganze Schnitt nicht nur weg, sondern er hat einfach nur das Muster vollkommen geladen über diesen Button. Gehe ich jetzt aber nochmal hier rein, nein, sage jetzt nochmal die Front, okay, okay, dann ist es wieder leer. Und jetzt muss ich generell für ein Single-Motiv über den Import-Button gehen. Hier ist das Single-Motiv, das lade ich. Nehme jetzt mal zum Beispiel diesen Kopf. Und hier hätte ich ihn jetzt. Und jetzt kann ich ihn praktisch so verschieben, wo ich ihn hinhaben möchte. Hier an die Seite, da passt er jetzt hier noch ganz gut rein. Und in dem Moment, wo ich ihn jetzt hier bestätige, ist er da fest verankert. Das bedeutet aber nicht, dass er jetzt hier immer bleiben muss. Habe ich mich vertan und möchte ihn wieder anders verschieben, nehme ich selbstverständlich wieder diesen Auswahlrahmen, ziehe ihn drumherum und kann ihn nun wieder in jede Reihe verschieben, wo ich ihn hinhaben will. Und selbstverständlich kann man auch, ich gehe jetzt nochmal wieder zurück, wenn ich jetzt nochmal ein anderes Motiv lade, über Import und Single Motiv, ich nehme zum Beispiel jetzt diesen Schmetterling. Selbstverständlich kann ich jetzt auch sagen, so, ich möchte also nicht nur ein, ich muss aber immer fürs Single-Motiv immer wieder hier rüber gehen und jetzt noch einen zweiten reinladen. So. Und auch einen dritten noch. Dann nehme ich das doch jetzt nochmal. So ist es generell möglich. Oh, jetzt hat er mir einen da wieder weggenommen. Der war wahrscheinlich noch nicht bestätigt. Jetzt nehme ich nochmal eben den wieder dazu. Der war entflogen. So, also so kann ich generell das machen. Will ich das jetzt doch noch verschieben, wisst ihr ja, ihr könnt jetzt auch ganz schnell dieses Muster nehmen und natürlich jetzt sofort gerade diese Teile einzeln nehmen und bewegen. Dafür ist es jetzt gedacht. So viel zum Single-Motiv. Tschüss!